Grüße, jo. Weiter geht's. Ha. In der lustigen Erstmusterprüfgeschichte für Winter 2016. Ah, was haben wir heute? Dagashi Kashi. Einer von diesen Serien, die anscheinend ein bisschen zur Seite gelegt werden von den meisten momentan, jetzt schon. Einfach nur, weil eine Menge Leute Probleme mit dem Humor haben. Und ich sehe, wo sie herkommen, okay? Ein bisschen treffen hier die Welten aufeinander, okay? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das an der Story selbst liegt oder daran, dass sie irgendwie so zwanghaft versuchen, lustig zu sein. Ich bin mir nicht 100% sicher. Es ist lustig gemacht. Kein Problem, okay? Aber aus irgendeinem Grund wirken die Gags so, als wären sie aus einer viel zu... Die Art, wie die Scherze rüberkommen an einigen Stellen, wirken so, als wenn sie aus einer komplett anderen Serie wären an einigen Stellen, okay? Okay. Einfache Beschreibung der Handlung. Du hast den Jungen, will sich weiterbilden als Mangaka. Also er will Mangas zeichnen. Im Gegenzug aber leider hat er einen Vater, der ihn dazu bringen möchte, den heimischen und Familienbetrieb zu übernehmen. Wo ich gleich am Anfang über den ersten Wortwitz geht, weil der Junge heißt Kokonotsu. Aber von den meisten wird er wirklich nur als Kokonat angesprochen, was wirklich okay, warum nicht? Und das wirklich am Anfang bereits diesen dramatischen, oh, mein Sohn will den Betrieb nicht übernehmen. Also, es ist diese wirklich extrem dramatische Szenerie mit seinem Vater, wo ich sagen muss, okay, irgendwas beißt sich hier ein wenig. Aber noch nicht so extrem. Wirklich, bemerkt habe ich es erst, wahrscheinlich so gegen Ende der ersten Hälfte, ziemlich genau in der Mitte von der ersten Episode jetzt gerade. Vor allem dann, wenn der wirkliche Counterpart zu unserem Protagonisten hier eben, Hotaru, ja, so werden, auftaucht. Und auch so, sie ähnelt der Zeichnung, die er gemacht hat, extrem, weil er gerade am Zeichnen eines Mangas war. Und so, okay. Führt der Plot zu irgendwas? Bin mir nicht ganz sicher. Sie ist eine Hausnummer für sich, okay. Sie ist eine typischen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie einfach nur ein bisschen auf die Jumbio-Richtung zugeht. Also, das ist Achtklässler-Syndrom-mäßig. Oder ganz einfach nur das typische Bitches be crazy, okay. Aber oh, wow, ehrlich. An einigen Stellen geht es wirklich fast schon auf Excel-Saga-Leveln von Konversation, also wo es wirklich in 180 gegen die Wand fährt. Allein die Diskussion über die Snacks, die er verkauft und wie man was kombinieren sollte. Okay. Ja. Ich bin da so, es wirkt interessant und es wirkt auch im Großteil lustig, aber irgendwie auch wieder. Wie gesagt, ich warte sicher noch ein paar Episoden ab, bis mir ein richtiges Urteil erlauben möchte. Aber es ist auf jeden Fall lustig. Auch wenn der Humor nicht wirklich passend ist an einigen Stellen. Es wirkt irgendwie so, als wenn sie zwanghaft versuchen, witzig zu sein. Okay? Und auf der gleichen Seite wollen sie aber auch irgendwie ernst nehmen. Was ich aber sehr interessant fand, ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht war oder einfach nur Zufall. Vielleicht könnte es auch sein, dass ich irgendwas übersehen habe und ist in irgendeiner strange Verbindung, wenn man seine, seine nette kleine Bekanntschaft aus dem Café sieht und so, die Zundere ist stark mit dieser, okay, oh Mann. Und das Lustige ist, dass sie sieht aus wie die Hauptcharakterin aus I don't know what my husband is saying. Geht's und schaut's an, vergleicht die Bilder. Ich denke mal, das ist ziemlich nah dran. Das könnte auch wegen den Augen sein, ich weiß nicht genau, aber ich, okay, soll das so sein? Und du siehst bereits, auch wenn sie den ersten Episode nicht aufbringen, gleich vom Anfang an, wo dieser Scherz hingehen will mit den beiden Mädels. Oh Mann. Du siehst direkt, okay,
Das flache Wunder der Welt gegen die Hügel der Glückseligkeit. Du siehst genau, wo sie diesen Witz hintreiben werden. Wenn nicht in der zweiten Episode, dann ziemlich bald mal. Einfach nur weil. Und dann so, okay, kommt garantiert an irgendeiner Stelle. Oh, ist ein Klassiker, darf man nicht drüber schieben. Auf jeden Fall, es ist interessant gemacht. Vor allem die ganze eigentlich recht harmlos gehaltene Situation. Junge will den Betrieb nicht mehr nehmen und Vater nötigt mehr oder weniger. Ziemlich, wirklich, die ist sehr strange, okay? Hotaru ist wirklich sehr strange drauf an einigen Stellen. Nötigt sie fast quasi als Mittel zum Zweck, so, okay, du kannst hier arbeiten über den Sommer, wenn du einen Jungen dazu bringst, das soll einem fast bitte den Betrieb mal nehmen. Das klingt fast so, fast wie aus einem alten Schwarz-Weiß-Film, weiß eigentlich. Eigentlich recht simpler Plot, okay? Klingt recht simpel. Und wie gesagt, an einigen Stellen wirken einfach nur die Scherze und die ganzen Comedy-Einlagen so, als wäre es einen viel mehr Slapstick-artig gehaltenen Anime. Und dann hast du so Passagen, wo du sagst, okay, das klingt, es ist mehr so Slice of Life. Und es schlängelt sich ein bisschen so. Wer weiß, vielleicht pendelt sich es nur ein. Interessant auf jeden Fall. Interessant auf jeden Fall. In diesem Sinne, yeah, also Dagashi Kashi. Ich habe echt gehört, dass er einen längeren Titel hat, aber anscheinend doch nicht. Dazu sagen ist einfach nur, schade ist halt, dass das eben keine deutsche Synchro bekommt, weil es ist nicht lizenziert worden für den deutschsprachigen Raum. Hat nur eine Madman Entertainment und Funimation Lizenz bekommen für den englischen und amerikanischen Markt. Wie gesagt, also es ist nicht wirklich in meinem Sieben. Ich würde gerne sehen, wo es hingeht. Wer weiß, vielleicht macht es sich zu einer richtig guten Komödie. Wir werden sehen. Ist eine Manga-Adaption. Vielleicht schauen wir mal einen Manga an. Okay. Artstyle, was mir aufgefallen ist, das wollte ich nachbringen. Artstyle-mäßig ist es so, dass ich in dieser Season-Form, was ich jetzt gesehen habe, wieder sehr viel Wert auf Augen gelegt wird anscheinend. Und da haben wir ja sehr viele auffällige Designs, was Augen angeht. Vielleicht ist das noch mir aufgefallen, ich keine Ahnung. Ich wollte es aufgebracht haben, bevor ich wieder vergesse. Ja. Auf jeden Fall, ja. Dagashi Kashi. Snacks und Blödeleien am besten so. Und möglicherweise, wie gesagt, Bitches be crazy, okay? Ja. Ehrlich, nee. Wie hört es damals in einer amerikanischen Comic sogar Bitches be trippin', aber ist egal. Na, auf jeden Fall. Interessant, ja, mit einigen Schwierigkeiten. Idee gut, Umsetzung, ja, holprig. Aber nicht schlecht, okay, nicht schlecht, also nicht schlecht. Es ist eher einer von etwas leichteren Titeln wahrscheinlich. Mal schauen, was ich noch diesen nächsten Tag aus der Grab. Haha. Auf jeden Fall, yeah. Ich würde sagen, ich könnte es empfehlen, aber wenn du auf leichtere Comedy stehst, ist es halt eben mehr so auf diesen schnellen Wort ist, was mir tatsächlich nicht so liegt. Das ist wirklich so schnell aufeinander folgenden Scherze, dass so Fernsehdrama-Story, falls man diese Comedy-Geschichten kennt. Vielleicht liegt es daran. Könnte auch sein. Auf jeden Fall. Die Woche fängt ja echt gut an. Schön, was die Arbeit angeht. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Video. Yeah. Show me some love. Like, favor and subscribe. Meine Güte. Na, warum nicht? Aber anscheinend bringt es etwas, weil anscheinend heute letztes Jahr zwei neue Arbeits bekommen, deswegen. Keine Ahnung, vielleicht ist irgendwas dahinter, was ich nicht ganz sehe, aber okay. Hey. Trotzdem werde ich mich ausverkaufen wie andere. Nö. Ach, in der Hinsicht bleibe ich Jungfrau. Ja. Ich habe auch meine Grenzen. Wo auch immer die sein mögen. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao. Oh ja. Oh, meine Grenze ist zu viel Zucker. Ui. Kein Wunder, dass die Dose leer war. Viel zu viel Süßigkeiten. Ja. Weiß, Inschok. Verklag mich.